Topfgucker TV empfiehlt. Wir sind hier in Frisonge im Restaurant Lea Linster und nachdem wir gestern einen wunderschönen Abend bei Ihnen hatten, Lea. Frage ich Sie, was ist denn das Rezept Ihres Lebens? Also in meinem, man könnte fast sagen, das ist nicht nur ein Rezept, das ist ein ganzes Menü und ich komme ja so langsam zum Dessert. Aber das Rezept ist ganz einfach. Ich unterschreibe ja immer avec amour, mit Liebe. Also meine Oma hat gesagt, mach es gern, dann fällt es dir leichter und es wird auch besser. Also jetzt, dass man dieses Verständnis hat fürs Kochen, da freue ich mich, dass das mir irgendwo gegeben worden ist. Aber auch das Verständnis für die Probleme. Denn nur wenn man etwas leidenschaftlich macht, dann behält man auch diese Leidenschaft, auch wenn es mal nicht so toll ist, gell? Wenn es mal bergunter geht. In der Brigitte oder wo stand's? Da habe ich gesagt, man muss sich Plan B so schön machen, dass es nicht so schlimm ist, wenn Plan A kaputt geht. Dann kann man sich sogar drauf freuen. Ja, diesen Optimismus, das ist, und gutes Essen, das ist es. Wer gut isst, bleibt optimistisch. Sie haben es ja geschafft, Ihrem Sohn Louis die Leidenschaft des Kochens zu vermitteln, denn er führt ihr Restaurant jetzt? Ja, absolut. Es ist eine Entscheidung, keine Lösung. Also Louis hat wie ich habe ja Jura studiert, als ich jung war, bevor ich Köchin wurde, und er BWL. Und ich denke, dass das ganz gut so ist, denn dieser Beruf ist ein sehr schwerer Beruf. Und es ist sehr wichtig, dass es eine Entscheidung ist und nicht eine Lösung, weil sonst kommen ganz schlimme Überraschungen. Und er kennt das ja sehr gut von mir. Und wenn manchmal denkt man so als Mutter, hätte es besser machen können. Aber ich glaube, so viel habe ich nicht falsch gemacht, sonst hätte Louis meinen Beruf nicht gewählt. Ja. Ja. Lea, vor uns liegt eine Zeitung, aktuell. Und da bin ich ganz stolz, Louis hat seinen ersten Artikel in einer ausländischen Zeitung und in einer deutschen und freue ich mich sehr für ihn. Und die nennen ihn Spitzenkoch und so, das ist so schön. Den Stern so nah, ist es schon zum Greifen? Ja, Louis hat mir schon als ganz kleinen Jungen gesagt, den zweiten Stern, den mache ich dir, Mama. Und da musste ich immer lachen. Also eigentlich wollte ich ja, ich habe ja damals 1989 den Bocuse-Preis gewonnen, bin bis heute die einzige Frau. Und dann hat es mich immer ein bisschen verdrossen. Ich hatte damals schon einen Stern gehabt, also vorher. Es geht nicht darum, sich den zweiten zu erarbeiten, es geht darum, als müsste man sich den dritten erarbeiten, dass man sein Bestes gibt. Und das habe ich immer gemacht und das hat sich ja auch sehr ausgezahlt. Also mein Lieblingsrezept und Gericht ist mein Lammrücken in der Kartoffelkruste. Schließlich hat der, ich sage so gerne, ich habe zuerst das Lamm gemacht und dann hat das Lamm mich gemacht. Einmal hat einer geschrieben, Kochen ist mein Leben. Da war ich so wütend. Ich habe gedacht, wie soll außer Kochen gar nichts mehr kommen? Aber jetzt weiß ich, aber ich koche für mein Leben gern. Ja. Okay. Ja. Lea, ich danke Ihnen ganz, ganz sehr, dass wir das Interview machen durften, dass Sie sich die Zeit genommen haben, denn es geht in 10 Minuten schon wieder weiter nach München. Ja. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, Lebensfreude, Energie und vor allen Dingen Louis, dass er hier, dass der Stern, also man kann es schon, es rieselt schon. Also das wünschen wir hier in diesem Sinne. Vielen Dank und alles Gute. Und ich danke Ihnen auch. Ich wünsche auch, dass Louis die Träume in Erfüllung gehen, weil das ist mir sehr wichtig, wenn ich auch vielleicht immer, das ist wichtig, dass wir daran glauben alle, dass das so ist. Ich wollte aber noch sagen, ich fliege ja jetzt gleich nach München und dann freue ich mich auch darüber. Das ist mit Nestwärme. Ich bin ja für Luxemburg Präsidentin von Nestwärme, diese Charity Organization. Und da freue ich mich über alles. Also der Name hat mir so gut gefallen, Nestwärme. Und da können die Leute sowohl spenden, also an Geld, aber auch an Zeit. Und das hat mich überzeugt. Und das ist so schön. Und das ist ja dann mit den Kindern, da waren wir schon in Oberschaufeln. Und das hat mich ganz froh gemacht. Und ich wollte mich, also ich kann mich hier nur bei allen Leuten und auch bei meinem Sohn bedanken, dass das mir gegönnt ist, dass ich das machen darf. Ja. Weil vorher blieb nie genügend Zeit für nichts. Und jetzt plötzlich darf ich ein bisschen mehr sowas machen. Und das macht mich ganz froh. Es ist ein wunderschönes Rezept fürs Leben und ich freue mich sehr aufs Dessert. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Ihnen auch. Ja. Ganz lieb. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.